Hallo und herzlich willkommen zum Allgäu TV Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. In der kommenden Stunde gibt es noch mal die spannendsten Beiträge der Woche. Starten wir also direkt rein. Lange wurde Jagd auf sie gemacht. 1850 galt Deutschland als wolfsfrei. Doch inzwischen steht der große Beutegreifer unter Naturschutz. Seit 1996 gibt es wieder Wölfe in der Bundesrepublik. Und er vermehrt sich. Für den Menschen stellt er keine Bedrohung dar, für Nutztiere hingegen schon. Betroffene Experten und Politiker haben sich jetzt in Wald im Ostallgäu zusammengesetzt und über Lösungen diskutiert. Der Schutzstatus soll abgesenkt, das Monitoring verbessert und der Abschuss erleichtert werden. Das sind nur ein paar der Forderungen, die heute in Wald im Ostallgäu besprochen wurden. Vor Ort waren der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, Barbara Oswald als Wolfsbeauftragte des Alpwirtschaftlichen Vereins und der Ostallgäuer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Andreas Schmid. Grund des Treffens, man möchte eine neue Wolfsverordnung auf den Weg bringen. Hier sind sich alle einig, der Wolf stellt ein Problem dar und soll normal jagdbares Wild werden. Nur Problemwölfe entnehmen reicht ja gar nicht mehr aus. Wir müssen ganz normal Jagd auf dieses Tier machen. Nur so können wir die Scheu erhalten. Wir können sagen, mit dem Tier leben wir zusammen, wenn das im Wald bleibt und nicht in die Dörfer kommt und nicht unsere Nutztiere angreift. Und das funktioniert nur durch Bejagung. Da ist ein intelligentes Tier, lernt dazu und sagt dann einfach, vom Mensch bleiben wir weg. Weil der ist gefährlich und das geht nur mit der Kugel. Abschuss sei also eine Form des Herdenschutzes. Diese Meinung ist vor allem beim Bund Naturschutz umstritten. Durch den Abschuss würden die Beutegreifer vielleicht eine größere Scheu vor dem Menschen entwickeln. Von Nutztieren würden sie sich dadurch jedoch nicht fernhalten. Der Bund Naturschutz ist beim heutigen Treffen allerdings nicht vor Ort. Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass man verschiedene Verbände aufeinander loslässt. Man muss mit dem einen Verband und dann mit dem anderen Verband sprechen. Aber wenn man jetzt zwei Verbände an einen Tisch bringt, dann mag das bei einem konkreten Problem vor Ort sinnvoll sein, aber nicht, wenn es um Grundsatzfragen geht, weil dann würden die ihre Positionen nur mantraartig wiederholen. Die Meinung vom Bund Naturschutz kenne man bereits. Zwei verhärtete Fronten treffen hier aufeinander. Der Bund Naturschutz wünscht sich dabei das genaue Gegenteil. Die aktuelle Wolfsverordnung müsse verschärft werden. Hier fordert man eine strengere Abschussregelung. Einige Entnahmegründe seien fehlerhaft. Bezüglich der Gefährlichkeit für den Menschen ein Beispiel. Wölfe, die 200 Meter an einem genutzten Gebäude entlang gesichtet werden, sind einfach keine Gefahr für Menschen. Das stimmt einfach nicht. Und bei den nicht zumutbar schützbaren Weidegebieten ist es völlig klar, dass es solche gibt und dass es da also im Grundverfahren auch in Ordnung ist, dass die definiert werden. Allerdings werden die so weit definiert, dass wir auch Flächen haben in Tallagen, sehr nahen Ortschaften, die leicht schützbar wären. Und da sind wir nicht damit einverstanden, dass die auch als nicht zumutbar schützbar definiert werden. In einer Sache ist man sich jedoch einig, das Monitoring muss verbessert werden. Aktuell gestaltet sich ein DNA-Wolfsnachweis bei einem Nutztierriss als äußerst schwierig. Die DNA-Probe bei diesem ausgehöhlten Kalb in Seeg ergab beispielsweise, ein Hund habe das Tier gerissen. Dass ein Hund die Knochen durchbeißt, sei jedoch unwahrscheinlich. Es ist so, dass wir in Deutschland ein mangelhaftes Monitoring von den Wölfen haben und deshalb keine reellen Zahlen, wo im Ministerium dann quasi bekannt sind, wo sie weitergeben können. Deshalb haben wir auch hier im Gespräch schon das Monitoring angesprochen, wo dringend verbessert werden muss, dass wir mal realistische Zahlen bekommen. Wir haben bisher nur Schätzungen. Die offiziellen Zahlen sind definitiv deutlich zu niedrig. Deshalb ein verbessertes Monitoring, dass dann Frau Lemke auch die Möglichkeit hat, die richtigen Zahlen nach Brüssel zu melden, um dann den Schutzstatus des Wolfes dementsprechend anzupassen. Ob ein Wolf ein Tier gerissen hat, solle man nicht nur an der DNA beurteilen, auch über den Kadaver könne man Aussagen treffen. Außerdem würde das Labor, das die DNA prüft, nicht neutral agieren, so die Akteure heute in Wald. Klar ist, egal ob oder wie die Wolfsverordnung geändert wird, alle Beteiligten glücklich zu machen, ist so gut wie unmöglich.
Es kracht, das Blaulicht blinkt, die Sirenen heulen. Regelmäßig ist dieses Szenario auf der B12 im Allgäu zu beobachten. Die Bundesstraße zwischen Buchloe und Kempten gilt auch bei vielen Allgäuerinnen und Allgäuern als gefährliche Strecke. Aber woran genau liegt das eigentlich? Wir haben uns dazu in Kaufbeuren umgehört und mit der Polizei über die Gefahrenstrecke B12 gesprochen. Für die einen ist sie ein notwendiges Übel auf dem Weg Richtung München oder Augsburg, für die anderen der tägliche Weg zur Arbeit und für wieder andere einfach nur eine Bundesstraße. Die B12 ist und bleibt ein Dauerthema im Allgäu. Schon bald soll sie zwischen Kempten und Buchloe von 3 auf 4 Spuren erweitert werden. Aktuell sind vor allem in Kaufbeuren und Umgebung viele Menschen auf die Bundesstraße angewiesen. Nicht nur im Allgäu gilt sie aber als gefährlich. Sehen das die Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer auch so? Es scheint gefährlich zu sein, weil man hört immer wieder von Unfällen. Aber ich fahre oft die B12 von Kempten nach Augsburg und empfinde es dann nicht so, wenn man vernünftig fährt eben. Ja, auf jeden Fall. Es wird trotzdem noch viel gerast und ja, und die Unfallgefahr ist schon sehr groß. Finde ich schon auch trotzdem, dass er ausgebaut worden ist ein bisschen. Also wir fahren oft nach Landsberg und wir sind schon in einige gefährliche Situationen gekommen, ja. Würde ich nicht pauschal sagen, sondern in den Bereichen, gerade wie bei uns, Hirschzell dort eben, in der Gegend, weil einfach nur 2 Spuren sind und es wird aber viel gefahren. Also dort, wo dann wenigstens eine 3. Spur ist, ist es wahrscheinlich schon deutlich besser. Und wenn die 4. da ist, bin ich überzeugt, wird das sicher. Immer wieder kommt es zu Unfällen auf der B12, teils mit schweren Personen- und Sachschäden. Regelmäßig müssen Rettungskräfte ausrücken, unter anderem die Polizei. Im Vergleich zu ähnlichen, bereits 4-spurigen Strecken wie zum Beispiel die B19 zwischen Oberstdorf und Kempten zeigt sich, auf der B12 sind die Unfallzahlen höher. Ja, das können wir tatsächlich so bestätigen. Wir haben uns hier vom Jahr 2021 beginnend die Unfallzahlen auf der B19 zwischen Kempten und Oberstdorf und im selben Zeitraum die Unfallzahlen auf der B12 zwischen Kempten und Buchloe angeschaut. Im Bereich der B12 verzeichneten wir in diesem Zeitraum rund 700 Verkehrsunfälle, während wir auf der B19 lediglich 470 Verkehrsunfälle registrierten. Im gleichen Zeitraum zeigen die Zahlen auch, neben mehr Unfällen gab es auch mehr verletzte Personen auf der B12. 160 Verletzte wurden auf der B12 registriert. Im Bereich der B19 waren es 70. Dazu kommt, dass die Unfallfolgen auf der B19 weniger schwerwiegend sind als bei Unfällen auf der B12. Im Bereich der B12 kommt es sehr häufig im Zusammenhang mit riskanten Überholmanövern bei Gegenverkehr zu Frontalzusammenstößen. Hierbei sind die Verletzungs- und Unfallfolgen deutlich schwerwiegender. LKWs und langsame Autos drücken auf der B12 die Geschwindigkeit. Riskante Überholmanöver sind häufig die Folge. Die Zahlen belegen, oftmals ist der Geduldsfaden der Autofahrerinnen und Autofahrer zu kurz. Überholt wird aktuell auch auf der 2-spurigen Fahrbahn. Entscheidend für die Verkehrssicherheit sei laut der Polizei aktuell deshalb vor allem eines. Grundsätzlich liegt es natürlich maßgeblich am Verhalten der Verkehrsteilnehmer, umsichtig zu fahren, vorausschauend zu fahren und unbedingt riskante Überholmanöver zu vermeiden. Gerade im Bereich der B12 möchten wir darauf insbesondere hinweisen, es gibt regelmäßige Abschnitte, in denen die B12 zumindest einseitig 2-spurig wird. Hier können Sie LKWs und langsame Fahrzeuge überholen. Deswegen sollten Sie unbedingt Überholmanöver im Bereich der einspurigen Streckenführung vermeiden. Die Zahlen und Daten zeigen, in puncto Verkehrssicherheit spricht aktuell vieles für einen Ausbau. Vielmehr aber für ein angemessenes und vorausschauendes Verhalten aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Für Menschen in der Stadt ist der Supermarkt um die Ecke völlig selbstverständlich. Dass das für Bürger einer kleinen Gemeinde wie Eggenthal nicht selbstverständlich war und viel Eigeninitiative verlangt hat, hat uns die Eggenthaler Initiative Dorfladen erzählt. Vor knapp 4 Jahren hatte der Betreiber des einzigen Edekas nämlich bekannt gegeben, dass er aufhört.
2020 stand die Gemeinde Eckenthal kurz davor, ihre einzige Einkaufsmöglichkeit zu verlieren. Der damalige Betreiber eines Edekas beschloss aus finanziellen Gründen, seinen Laden zu schließen. Kurzerhand gründet sich eine Bürgerinitiative. Ihr festes Vorhaben, die Versorgung mit Lebensmitteln langfristig sicherzustellen. Für Bürgermeisterin Carina Fischer die erste Herausforderung im Amt. Dieses hatte sie erst kurz vorher übernommen. Ja, das war eine sehr große Herausforderung, denn für uns war alle klar, auch im Gemeinderat, dass Eckenthal ohne Nahversorgung ein großes Problem hat. Und dann hat man natürlich auch alle Möglichkeiten abklopft. Besteht die Möglichkeit, einen Einzelhändler nach Eckenthal zu bekommen. Das gestaltete sich schwierig und deshalb haben wir natürlich auch sofort mit unserer Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung da Gespräche gesucht. Der Gemeinderat und die Dorfentwicklungsgruppe beschließen, einen Laden selbst zu betreiben. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll etwas entstehen, das den Wünschen und Vorstellungen von allen entspricht. Die Umsetzung und dann letztendlich ein gut sortierter Laden kosten selbstverständlich. Um die finanzielle Seite abzusichern, gründet sich unter anderem eine Genossenschaft. Die Bürger hier im Dorf haben die Möglichkeit, Anteile zu kaufen. Und mit diesen Anteilen konnten wir dann finanzieren. Also wir haben dann eine Grundfinanzierung gebraucht und den Rest hat man dann fremdfinanzieren müssen. Aber somit haben wir den Start machen können, dass wir dann anfangen können zum Bauen mit diesen Anteilen von unseren Bürgern. Auf den ersten Blick scheint die Gründung einer Genossenschaft nicht allzu kompliziert. Blickt man aber in die Vergangenheit zurück, wird schnell klar, im Jahr 2020 standen wir alle noch vor einer ganz anderen Herausforderung. Die Covid-19-Pandemie war noch in vollem Gange. Um Genossenschaftsmitglieder zu finden, musste man also kreativ werden und neue Wege finden, wie man sie zudem noch über die Problematik, vor der die Gemeinde stand, aufklärt. Ich denke da wirklich noch sehr gern zurück, wie viele Ideen sich da auftauchen. Also wir haben Filme gedreht, um die Wichtigkeit einer Nahversorgung darzustellen. Die sind natürlich dann per WhatsApp geteilt worden. Also das waren wirklich ganz, ganz tolle Ideen und das sind wirklich schauspielerische Talente, haben sich daraus kristallisiert. Und natürlich mit Infoständen an der frischen Luft. Einfach, wir sind zu der Leit natürlich gegangen, klar, Wertstoffhof, überall wo halt ein bisschen was. Nach dem Kirchgang haben wir natürlich Infostände der Betriebe und die Gemeinschaft, die natürlich sich da im Kleinen gebildet hat, die ist immer größer geworden und hat wirklich für Begeisterung gesorgt. Und das war sehr, sehr schön. Profit oder finanzielle Vorteile beim Einkauf steht bei den Genossenschaftsmitgliedern nicht im Vordergrund. Dass es überhaupt diese Einkaufsmöglichkeit in Eckenthal gibt, ist für alle Profit genug. Mir sagen es, das Zuckerl ist der Laden. Also einfach das, ich sage, wir haben da total freundliches Personal hier. Wir haben hier, das ist schon wie, ich sage, einfach ein Treffpunkt. Und auch, dass wir einfach den Laden im Dorf haben. Also das finde ich, das Zuckerl für das, ja, die kleine Belohnung. Mit dem Eckenthaler Dorfladen ist ein Herzensprojekt entstanden. Nach 2 Jahren Betrieb stellt er mehr als nur ein Ort für die Nahversorgung mit Lebensmitteln dar. Er ist täglicher Begegnungsort für Menschen allen Alters. Die Nebelhorn-Trophy zählt weltweit zu den 20 wichtigsten Eiskunstlauf-Events. Zum 56. Mal findet der dreitägige Wettkampf in der Oberstdorfer Eishalle statt. Im letzten Jahr sorgte die damals 16-jährige Kimi Ripon mit ihrem 2. Platz für Aufsehen. Wir haben die talentierte Schweizerin kurz vor ihrer nächsten Teilnahme an der Nebelhorn-Trophy beim Training besucht. Aus aller Herren Länder pilgert die Eiskunstlauf-Elite dieser Welt schon seit Tagen nach Oberstdorf. Der Grund ist die 56. Ausgabe der alljährlichen Nebelhorn-Trophy, an der schon so manche Weltmeister und Olympiasieger in der Vergangenheit teilgenommen haben. In diesem Jahr sind viele Blicke auf die 17-jährige Schweizerin Kimi Ripon gerichtet. Sie gilt als Ausnahmetalent und feilt jetzt in der Woche vor dem großen Wettkampf an den Feinheiten ihres Programms, dass sie möglichst fehlerfrei vorführen möchte.
Ich freue mich sehr auf den Wettkampf, weil es mein erster Wettkampf von der Saison ist. Ich bin jetzt natürlich noch nicht perfekt in Form von der Kondition und so, weil es ist halt der erste Wettkampf und ich war im Sommer relativ lange verletzt. Aber ich bin jetzt seit 3 Monaten komplett gesund und konnte mich gut darauf vorbereiten und ich freue mich sehr auf den Wettkampf. Ich liebe Oberstdorf, vor allem den Nebelhorn Trophy. Ich war damals bei den Advanced Novice, war ich auch schon hier für Bavarian Open, aber Nebelhorn ist natürlich schon noch mal größer und ich liebe die Eishalle und auch das Dorf und die ganze Umgebung. Bei ihrer Nebelhorn Trophy Premiere vor einem Jahr landete Kimi Repon direkt auf dem 2. Platz und ein Podestplatz soll es in diesem Jahr auch wieder mindestens werden. Es wäre ein großer Erfolg. Vor allem aber ein positives Signal für die restliche Saison. Denn die Nebelhorn Trophy kann zeigen, wohin es im Laufe des folgenden Winters geht. Die Nebelhorn Trophy hat schon sehr viel Tradition und hat auch für viele Sportler einen hohen Stellenwert, weil sie einfach frühzeitig in der Saison erkennen können, wo sie stehen. Wie haben sie sich bis dato vorbereiten können und auch relativ gutes Feedback erhalten von, ich sag mal, internationalen Preisrichtern und auch vom Publikum, ob sie sich eben doch in die richtige Entwicklung bewegen, um am Ende bei den Welt- und Europameisterschaften entsprechende Zielsetzungen zu erreichen. Auch bei der Weltmeisterschaft möchte Kimi Repon aufs Treppchen. Umso wichtiger ist es, schon zum Saisonauftakt in Oberstdorf gute Leistungen zu zeigen. Bereits letzten Sonntag ist sie deshalb zur Vorbereitung aus ihrer Heimat Basel angereist. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Also ich kenne das Eis ja schon, weil ich war im Sommer hier 7 oder 8 Wochen trainieren. Aber für mich persönlich ist es jetzt, geht es weniger um das Eis, sondern mehr einfach auch mit Herr Huth hier zu trainieren und wieder in dieser Umgebung zu sein für eine Woche. Und ja, auch ein bisschen sich anklimatisieren, auch an die Höhe. Ist ja viel höher wie in Basel, wo ich trainiere, also einfach ein bisschen das Umfeld. Ihr Trainer Michael Huth war früher als Eiskunstläufer für den deutschen Verband aktiv und ist heute für die Schweizer Nationalmannschaft verantwortlich. Hier in Oberstdorf trainiert er aber auch junge Athleten aus anderen Nationen. Dadurch entsteht eine internationale Trainingsgruppe, von der alle profitieren sollen. Das ist eine gute Atmosphäre und das ist, denke ich, auch ein Baustein einer gesunden Entwicklung für die Sportler, dass sie sich gegenseitig motivieren und auch teilweise mit internationaler Spitze und nationaler Spitze gemeinsam auf dem Eis trainieren können. Bei den Wettkämpfen am Donnerstag, Freitag und Samstag wird man sehen, ob die Trainingseinheiten auch Wirkung zeigen. Letztendlich wird es für fast alle Athleten wie jedes Jahr eine kleine Wundertüte. Denn Wettkämpfe gab es in den letzten Monaten keine. Und in Oberstdorf kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der Weltelite für die neue Saison. 800.000 Wohnungen fehlen nach Schätzungen in Deutschland. Auch hier im Allgäu spürt man das. Der Wohnungsmarkt ist leer und teuer. Der Mietspiegel steigt jedes Jahr weiter an. Für Geringverdiener ist es so gut wie unmöglich, an bezahlbaren Wohnraum zu kommen. Auch das Angebot für geförderte Wohnungen entspricht nicht der eigentlichen Nachfrage. In Wangen möchte man dem nun entgegenwirken. Die Bürgerstiftung baut derzeit 12 Wohnungen für den kleinen Geldbeutel. Direkt neben der Argen in Altstadtnähe. Seit Jahrzehnten war dieses Grundstück im Besitz der Stadt. Lange war unklar, wie man die Fläche nutzen möchte. Der einzige Wunsch der Stadt, die künftige Nutzung soll etwas Besonderes sein. Dieser Wunsch hat sich erfüllt. Nun entstehen hier geförderte Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Bürgerstiftung Wangen. Wir haben festgestellt, in Wangen gibt es wie überall eigentlich viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum, besonders für Leute mit geringerem Einkommen und Senioren. Und nachdem wir durch die Stiftung einiges Geld zusammengebracht haben, haben wir uns überlegt, was machen wir mit diesem Geld. Auf der Bank liegen bringt eigentlich relativ wenig. Also haben wir entschlossen, wir bauen hier ein Wohnhaus mit insgesamt 12 Wohnungen und bieten das zu einem Preis an, der ungefähr nur zu 2/3 der ortsüblichen Mietpreise liegt. Mit Kosten von etwa 5 Millionen Euro ist das Gebäude das bisher größte Projekt der Wangener Bürgerstiftung. Das Angebot ist vor allem für ältere Menschen mit geringem Einkommen gedacht. Auf die Wohnungen bewerben können sich deshalb nur Wangener Bürgerinnen und Bürger mit einem sogenannten Wohnberechtigungsschein. Den kriegt er hier auf dem Sozialamt. Das heißt also, jemand, der zu viel
Vermögen hat, der braucht sich oder kann sich hier nicht bewerben, der würde also dann durchfallen. Ja. Wir haben also bisher eine Reihe von Bewerbungen. Das ist halt immer das Problem, wie wählt man nachher aus, wenn die Bewerbungen da sind, aber die erfüllen also alle diese Voraussetzungen. Derzeit sind die 12 barrierefreien Apartments allerdings noch nicht bezugsfertig. Die Wohnungen bestehen allesamt aus 2 Zimmern, einer Küchenzeile, einem Bad und einem Balkon. Ein Highlight im Haus ist dabei dieser Raum. Ja, hier entsteht unser Gymnastikraum. Das heißt, er soll verwendet werden für Yoga, Gymnastikgruppen und natürlich, was ganz wichtig ist, auch für die Bewohner, die hier im Haus wohnen. Weil es soll ein Treffpunkt sein, wenn die mal sagen, komm, wir machen einen Geburtstag gemeinsam. Und wenn man dann nachher sieht, da können die auch hier was nützen. Wir haben hier eine Küche vorgesehen, sodass die Bewohner auch gemütlich eine Gemeinschaft bilden können. Das ist uns ganz wichtig. Auch für die Stadt ist das Projekt von großer Bedeutung. Hier ist man bemüht, weiterhin Wohnraum zu schaffen. So entstehen im Gelände der Landesgartenschau derzeit 400 Wohneinheiten in den verschiedensten Preissegmenten. Wangener Oberbürgermeister Michael Lang sieht die größte Hürde für bezahlbaren Wohnraum in den hohen Baupreisen. Ich glaube, was sehr helfen würde, sind gute Steueranreize für diejenigen, die Wohnraum besitzen und vermieten. Und wenn man durch gute Abschreibungsmöglichkeiten dann praktisch wieder sparen kann in der jährlichen Belastung über lange Zeiträume hinweg, dann kann man das auch wieder weitergeben an die Mieter. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man dem begegnen kann, weil die Baupreise sind da, wo sie sind. Die werden auch nicht sinken, die Löhne steigen, die Menschen brauchen das Einkommen, die Materialpreise sind auch da. Vorerst sind von der Bürgerstiftung keine weiteren vergleichbaren Projekte geplant. Die ersten Planungen für die nun entstandenen Wohnungen gab es bereits 2020. Letztes Jahr wurde dann mit dem Bau begonnen. Nun ist man froh, dass dieser sich nach und nach dem Ende zuneigt. Zum Jahresende sollen die Wohnungen hier dann bezugsfertig sein. Der Sommer ist zwar schon vorbei, aber für Camping ist es eigentlich nie zu spät. Vielleicht haben Sie in Ihrem Urlaub ja auch einen von zahlreichen Campervans gesehen. Jeder kennt ihn mittlerweile, den klassischen Instagram-Van. Doch Camping geht noch besser. Der Traum aller Abenteurer ist ein Allrad-Pickup inklusive Huckepackhäuschen. Alles, was Sie für den Eigenausbau einer Wohnkabine brauchen, das erfahren Sie jetzt. Selbst ausgebaute Vans oder Kastenwegen sieht man mittlerweile überall. Wohnkabinen sind im Gegensatz dazu noch eher wenig etabliert, obwohl sie all das können, was ein Camper auch kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Auf einem Pickup aufgesetzt eignen sich die Kabinen für abenteuerliche Offroad-Touren. Außerdem kann man die Kabine abnehmen. So hat man einen Wagen, den man durchaus auch im Alltag nutzen kann. Bernd Seibert berät Menschen, die sich solch eine Kabine selbst ausbauen möchten. Die Kabine hat ein Alu-Außenskelett. Dieses Skelett fertigt ein Zuliefererbetrieb nach technischen Zeichnungen an. Das muss wahrscheinlich zugekauft werden. Die Sandwichplatten, die dann den Rahmen füllen, die werden im groben rechteckigen Maß bestellt. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich sagen, kann der Kunde selber machen. Das heißt, er schneidet sich die Platten auf diese Form zu und klebt diese dann von innen ein, beginnend mit dem Boden, die Seitenwände und so weiter. Ein halbwegs begabter Handwerker könne dann so gut wie alles selbst machen. Die wichtigste und zeitintensivste Phase stellt dabei die konkrete Planung des Ausbaus dar. Bei der geht es nicht nur um die Berechnung der richtigen Maße, die echte Planung beginnt schon beim Kauf des Fahrzeugs. Es gibt Pickups, die sind mehr Show und Schein, ja, ohne dass ich jetzt da Hersteller nennen möchte. Aber wenn ich jetzt einen wirklichen Arbeitspickup, ich habe vorher schon den Ford Ranger genannt, den Toyota Hilux nehme, dann haben die zwischen 800 und 1100 Kilogramm Zuladung. Eine kleine Kabine, so wie hier mit dem Aufstelldach auf einem Ford Ranger, vernünftig aufgebaut, aufs Gewicht geachtet, wird irgendwo um die 600 Kilo haben. Das heißt, es bleiben 400, 500 Kilogramm Restgewicht. Wenn ich einen Pickup nehme, der nur 500 Kilo Zuladung hat, dann brauche ich im Prinzip gar nicht an die Wohnkabine denken.
Doch Gewicht spielt nicht nur bei der Autoauswahl eine große Rolle. Auch beim Ausbau selbst sollte auf leichte Materialien geachtet werden. Ein hohes Gewicht sorgt für höhere Spritkosten und einen geringeren Komfort, gerade wenn man Offroad unterwegs sein möchte. Besonders bei der Innenausstattung kann einiges an Gewicht eingespart werden. Bernd Seibert verwendet für seine Möbel deshalb Leichtbauplatten in einem sogenannten Casemaker-System. Diese Platten sind dünner, werden in ein Profil eingesteckt, hier dann verklebt und oder vernietet. Und so kann ich praktisch, vor allem in einem kubischen System, sehr schnell, sehr stabile, sehr leichte Möbel machen. Sie sehen hier 44 Gramm das Prüfstück im Vergleich zu 67, 78 Gramm. Und die Technik geht noch weiter. Wir haben alternativ zum Holz hier eine Polyethylen-Wabenplatte mit nur 27 Gramm beim Prüfstück, die auch hier einfach eingeschoben wird und mit Nieten befestigt wird. Der einzige Nachteil gegenüber den schwereren Holzplatten, die Leichtbauplatten sehen eben nicht ganz so hübsch und wohnlich aus. Doch Gewicht kann man noch an weiteren Stellen sparen. Der größte Anfängerfehler sei es, zu schwer zu planen und zu viel einzubauen. Man könnte zum Beispiel in einer Sommerkabine, wie jetzt hier mit dem Aufstelldach, die Warmwasserbereitung weglassen. Sie sehen hier eine ganz einfache Form der Warmwasserbereitung. Der Kanister wird mit Wasser aufgefüllt. Das kann auch mal an einem sauberen Bach oder an einem sauberen See sein. Darüber ist der schwarze Sack. Ich fahre im Sommer, abends ist das Wasser warm. Alternativ kann ich natürlich auch einen elektrischen Warmwasserbereiter einbauen, den ich wiederum über einen Spannungswandler, eine Lithiumbatterie und eine Photovoltaikanlage betreibe. Aber dann haben wir allein für diese Warmwasserbereitung ja schon drei Komponenten, die wir dafür zwingend brauchen. Worüber man sich außerdem vor dem Ausbau im Klaren sein sollte, sind die Jahreszeiten, in denen man verreisen möchte. Bernd Seibert hat extra eine eigene Kabine für den Winter. Diese hat ein höheres Dach, dickere Wände und ein eingebautes Bad. Doch es gibt auch Zwischenlösungen. Zum einen kann ich über die Abmessungen der Winterkabine, also einer geschlossenen Alkovenkabine, natürlich sagen, ich bin genauso, wenn ich die etwas kleiner mache, bin ich genauso agil unterwegs. Ich muss kein Dach aufklappen. Oder ich kann den Weg gehen mit einer Pop-up-Kabine, also eine Kabine mit einem Aufstelldach und sagen, okay, auch dort eine vernünftige Heizung rein und einen Wetter- oder Thermoschutz für den Zeltbalk. Dann würde ich sagen, ist eine Kabine mit Aufstelldach weit ins Frühjahr und weit in den Herbst, aber vielleicht nicht bei minus 32 Grad beim Snowboarden irgendwo geeignet. Die Kosten für eine Wohnkabine variieren dabei stark. Diese hängen von der Einrichtung und den verwendeten Techniken ab. So fängt eine Wohnkabine bei etwa 30.000 Euro an, kann aber auch doppelt so viel kosten. Aus gesundheitlichen Gründen baut Bernd Seibert nicht mehr selbst aus. Seit einigen Jahren ist er nur noch beratend tätig und gibt Interessierten Tipps für ihren eigenen Ausbau. Das Kinderhaus St. Theresia sucht ab sofort Erzieherin MWD in Vollzeit in Durach. Jetzt unter kiga.st.theresia.durach@bistum-augsburg.de bewerben. Weitere offene Stellen finden Sie unter jobs-im-allgäu.de. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Sehzentrum Westallgäu in Lindenberg. Auto Heinz und Max. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Marx. Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten.
Viterma in Memmingen und Ruderatshofen. Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner für Badsanierung. Wir zaubern aus Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad. Schnell und unkompliziert. Kostenlose Beratung mit Festpreisgarantie. Mehr unter viterma.com. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde, unser Ziel. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Malereien und Installationen, aber auch Tanz, Musik und vieles mehr. All das bietet die Kunstnacht Kempten. Zum 7. Mal findet sie heuer statt. Die Stadt erleuchtet in allen Farben und Formen. Über 75 Künstlerinnen und Künstler als auch Kunstschaffende stellen in der gesamten Stadt aus. Das Thema dieses Jahr lautet Begegnung. Wir haben einen Workshop besucht. Lebensraum. Für den einen bedeutet das Rückzug, für den anderen Familie oder einfach nur ein Wohlfühlort. Für die kommende Kunstnacht diesen Samstag in Kempten konnte jeder seinen eigenen Traumlebensraum basteln. Über 75 Künstlerinnen und Künstler stellen dabei in Kempten aus. Isabella Heim ist eine davon. Mit ihrem Projekt möchte sie jeder und jedem eine Stimme geben. Hier soll die Traumvorstellung der eigenen vier Wände entstehen. Lebensraum hat für Isabella Heim dabei eine ganz besondere Bedeutung. Ich war ganz früh im Rettungsdienst und dadurch hat mich ein Freund angerufen, der einen Obdachlosen gefunden hat in der Kälte und gemeint hat, er weiß nicht, was er mit ihm machen soll. Der ist viel zu kalt, aber er will nicht Hilfe annehmen und den habe ich kennengelernt und habe mich um ihn ein bisschen gekümmert, habe mit vielen Stellen telefoniert, bin dann bei der Diakonie gelandet und habe mit denen seitdem relativ engen Kontakt und bin einfach aktiv in Wohnungshilfen eingestiegen. Wie genau der fertige Lebensraum in der Kunstnacht dann aussehen wird, das weiß Isabella Heim selbst noch nicht. Zuerst müssen alle Kisten und Boxen noch aneinander gepuzzelt werden. Eines der Module ist heute schon zu sehen. Bei ihrem heutigen Workshop am St. Mangplatz können alle Interessierten mitmachen. Barbara Leopold bastelt dabei an ihrem Lebensraum, einem Mehrgenerationenhaus für Frauen. Also mein Haus ist ja noch nicht fertig, die Fassade. Und es soll noch richtig knallig werden und bunt werden. Aber was ganz wichtig ist, dass man die Tür aufmachen kann, aber dass es auch Zeiten gibt, wo sie geschlossen bleibt. Und das ist gerade für uns Frauen ganz wichtig zu lernen, dass wir auch uns unsere Zeiten der Ruhe und des Nachdenkens geben in all diesem Trubel der Welt. Besonders als Erwachsener solle man sich auch wieder trauen zu basteln und kreativ zu sein. Oft geht das mit dem Älterwerden verloren, so Isabella Heim. In jedem der Räume steckt auch viel Persönliches. Oft werden besondere Erlebnisse und Bedürfnisse verarbeitet. Für die Künstlerin hat diese Box ihres Sohns eine tiefe Bedeutung. Der Hintergrund dieser Box ist, dass meine Mama gestorben ist im Frühling und es war für ihn eine ganz enge Verbindung zu meiner Mama und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, einen Lebensraum zu bauen und dann hat er gesagt, ja, er macht einen und er hat mir erklärt, er hat seinen Lebensraum gebaut und man kann hochsteigen und kann eben in den Himmel steigen und meine Mama besuchen und hat für sie eine Rose eingefroren, die er für sie behält und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Koordiniert wird die Kunstnacht von Nadja Kuban vom Kulturamt in Kempten. Auch für sie ist der Samstag ein großer Tag. Das Ergebnis von einem Jahr Planung ist dann zu sehen. Die größte Herausforderung für sie war die Koordination von so vielen unterschiedlichen Ausstellungen. Ich kann es überhaupt nicht in Zahlen fassen, wie viele
Kulturschaffende und Künstlerinnen und Künstler wirklich beteiligt sind an der Kunstnacht insgesamt. Aber wir haben 73 Ausstellungen, zum Teil haben wir Gruppenausstellungen mit bis zu 80 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und alle müssen unter einen Hut gebracht werden. Ich behalte den Gesamtüberblick, koordiniere auch im Stadtraum die Ausstellungen, dass die sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. Das ist natürlich gerade für die Ausstellungen im öffentlichen Raum wichtig. Der Großteil der Ausstellungen am Samstag findet dabei unter freiem Himmel statt. Über die gute Wettervorhersage freut man sich deshalb besonders. Der Abendeintritt für Erwachsene kostet 10 Euro und wer auch Lust hat, seinen eigenen Lebensraum zu gestalten und noch keine Gelegenheit dazu hatte, der kann das natürlich auch in der Kunstnacht selbst nachholen. Das Tierheim in Immenstadt war stark in die Jahre gekommen, an vielen Stellen marode. Zudem wurden auch einige Richtlinien des Veterinäramts nicht erfüllt. Nun wurde viel Arbeit investiert und das Gebäude saniert. Was sich dadurch geändert hat und wieso das Tierheim aktuell in der Hochsaison steckt, Marisa Männer war vor Ort. Katzen, Hunde, Vögel und Kaninchen, sie alle suchen hier im Tierheim in Immenstadt nach einem neuen Besitzer. Ausgesetzt, abgegeben oder besitzerlos, jedes der Tiere hier hat seine eigene Geschichte. Schön ist der Tierheimaufenthalt dabei wohl für keinen der Vierbeiner, auch wenn die Pflegerinnen und Pfleger hier ihr Bestes geben, das Leben der Tiere so angenehm wie möglich zu gestalten. Dafür wurde jetzt viel Geld in die Hand genommen und aufwendig saniert. Vieles hier war nicht nur marode, auch Richtlinien des Veterinäramts mussten erfüllt werden. Wir mussten also eine Katzenquarantänestation mit der Hygieneschleuse schaffen. Wir mussten zwei Katzenkrankenzimmer schaffen. Alles aus Metall, weil man einfach gut reinigen, gut zu desinfizieren ist. Muss alles hygienisch einwandfrei sein. Wir mussten die Holzboxen gegen Metallboxen austauschen, das gleiche im Kleintierzimmer. Die Böden waren alle rissig und marode, die Fenster waren verfault und morsch, da zog es rein und die sind zum Teil schon weggefault. 200.000 Euro hat die Sanierung dabei gekostet. Finanziert wurde das durch Fördergelder, Spenden und den Ersparnissen des Tierheims. Durch den Umbau hat sich vor allem die Lebensqualität der Vierbeiner verbessert. Es ist deutlich heller und wohnlicher, so auch in diesem Zimmer. Jawohl, das ist eines unserer Katzenzimmer, wo wir Pensionstiere unterbringen. Da wurden also auch die ganzen alten Holzboxen entfernt und durch neue Metallboxen ersetzt. Die Boxen sind wesentlich größer. Es gab einen neuen Boden, ein neues Fenster. Ja, die Tiere dürfen aber auch im Zimmer mitlaufen. Das ist gerade ein Pensionsgast, der ein paar Wochen bei uns Urlaub macht, die Schnurri. Die Metallboxen sind vor allem hygienischer und leichter zu reinigen. Auch das Kleintierzimmer wurde deshalb komplett vom Holz befreit. Das Zimmer wurde außerdem vergrößert. Jetzt hat hier unter anderem eine Vogelvoliere Platz. Viele der Gehege sind aktuell noch leer. Doch das wird sich bald ändern. Besonders bei den Katzen ist diese Jahreszeit gewissermaßen Hochsaison. Ja, im Sommer kommt der Katzennachwuchs. Und es gibt halt leider viele verwilderte Kätzinnen. Oft weiß man gar nicht, wo die wohnen. Die kriegen dann ihre Junge, kommen dann irgendwann raus, wenn sie 8 bis 10 Wochen alt sind. Und viele Leute lassen leider ihre Katzen nicht kastrieren, auch Privatleute, und verschenken die Kleinen, bringen sie aber zum Teil nicht immer alle an gute Plätze. Und dann kommen die halt alle ins Tierheim. Bei Kleintieren wie den Kaninchen sei es ähnlich. Viele würden die Tiere im Winter nicht draußen halten wollen. Im Haus will man sie allerdings auch nicht. Wichtig ist dabei, sich an die Tierheime zu wenden, wenn man einem Tier nicht mehr gerecht werden kann. Im Tierheim kann eine Lösung gefunden werden. Die Leute müssen aber auch mit uns kooperieren. Die meinen oft, ich rufe im Tierheim an, kann das Tier abstellen, abgeben, muss nichts bezahlen, nach mir die Sintflut, so funktioniert das nicht. Wir müssen erst mal abchecken, haben wir überhaupt so einen Platz frei. Wir müssen eine Aufnahmegebühr verlangen, je nachdem, wie alt das Tier ist, wie es medizinisch versorgt ist, was es für Vermittlungschancen hat. Wir müssen unsere Unkosten ja auch einigermaßen abdecken. Und viele Leute sind halt da auch nicht bereit. Mittlerweile läuft leider viel auch übers Internet, über Vermittlungsplattformen, unter anderem auch über Kleinanzeigen. Großes Thema hier auf dem Land sind dabei die Katzen. Viele sind besitzerlos oder unkastriert und vermehren sich unkontrolliert.
So süß die Tiere also auch sind, als Halter hat man eine große Verantwortung. Der sollte man sich bereits vor der Anschaffung bewusst sein. Seit vielen Jahren wird das Thema heiß diskutiert. So alt wie die Pläne zum vierspurigen B12-Ausbau zwischen Kempten und Buchloe sind, so alt ist auch die Diskussion rund um das Projekt. Die einen sind dafür, die anderen wollen den Ausbau unbedingt verhindern. Wir haben uns die Argumente von beiden Lagern angehört und auch diejenigen gefragt, die besonders vom Ausbau betroffen wären. Tobias Krüger und Anna Beitz waren in Kaufbeuren unterwegs. 436 Kilometer ist sie lang. Die Bundesstraße 12, vielen wohl am ehesten bekannt unter B12, soll schon bald auf 4 Spuren erweitert werden. Zumindest auf rund 50 Kilometern, nämlich zwischen Buchloe und Kempten. Viele Menschen in Kaufbeuren und Umgebung sind auf die B12 angewiesen. Sind die Betroffenen für oder gegen den Ausbau? Wir haben uns in der Kaufbeurer Innenstadt umgehört. Ich fände es super, wenn die ausgebaut werden würde, wegen der ganzen Infrastruktur und allem, dass die schneller an ihr Ziel kommen. Und auch von Jobs her, glaube ich, fände ich es besser und so, dass das besser ausgebaut wird. Schon seit Jahren wollen wir das ja eigentlich, ja. Also wir fänden es toll. Ich finde es unmöglich, dass man die ausbaut, die B12, weil ich finde, der Flächenverbrauch, der dann passiert, ist viel zu groß. Also die B12 ist so weit ausgebaut, dass man relativ sicher fahren kann, wenn man einigermaßen vernünftig fährt. Und aus dem Grund bin ich völlig dagegen. Auf jeden Fall dafür, weil viel zu viel passiert auf der Strecke. Also Sie würden sagen, es ist zu gefährlich? Ja, viel zu gefährlich. Also deswegen sollte man sie auf jeden Fall ausbauen und am besten eine Leitplanke in der Mitte. Absolut. Wissen Sie warum? Wir wohnen direkt unterhalb der B12. Und regelmäßig alle paar Wochen hören wir das Klingeln oben. Unfall. Ja, oftmals immer schwer. Immer aus demselben Grund. Der wird überholt und es ist keine Spur da. Für mich absolut notwendig. Vom Ausbau überzeugt zeigt sich auch der Kaufbeurer Rathauschef selbst. Schon bei seinem Amtsantritt 2004 brachte Oberbürgermeister Stefan Bosse den B12-Ausbau auf den Tisch. Seine Argumente für das Projekt sind geblieben. Kaufbeuren ist die wirtschaftsschwächste kreisfreie Stadt in Bayern seit vielen Jahrzehnten. Und wir sind die einzige kreisfreie Stadt in ganz Deutschland ohne Autobahnanbindung. Und deswegen habe ich in der ersten Analyse bereits 2004 gefordert, dass wir eine vierspurige Anbindung bekommen. 12 Jahre später, nämlich 2016, dann der fast schon überraschende Erfolg für Bosse und viele Befürworter des Projekts. Der vierspurige Ausbauplan wurde im sogenannten Bundesverkehrswegeplan verankert. Der Ausbau ist seitdem also gesetzlicher Auftrag. Für Bosse ein wichtiger Schritt nach vorn, für eine Organisation ein Schritt zurück. Laut dem Bund Naturschutz wird der Klimaschutz und Flächenverbrauch bei den Planungen zu wenig berücksichtigt. Bereits 2022 klagte die Naturschutzorganisation vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen den B12-Ausbau. Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz, erläuterte damals: Der geplante B12-Ausbau gleicht einem Straßenbau-Dinosaurier aus der Urzeit. Es wird keinerlei Rücksicht auf den Flächen- und Klimaschutz genommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist aufgefordert, solche völlig überdimensionierten Straßenbauprojekte sofort zu stoppen und das frei werdende Geld in die Sanierung und Elektrifizierung des Eisenbahnnetzes zu stecken. So alt wie die Pläne zum B12-Ausbau sind auch ihre Gegenstimmen. Demonstrationen wie hier auf der B12 gibt es bis heute. Im Zuge der Klage führt die Regierung von Schwaben ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren im Bauabschnitt A zwischen Buchloe und Untergermaringen durch. Die Schutzgüter Klima und Fläche werden also nochmals geprüft. In einer offiziellen Stellungnahme im Mai 2024 wurde auch dieses Verfahren vom Bund Naturschutz als völlig unzureichend bewertet. Der für den Bund Naturschutz prüfende Rechtsanwalt äußerte sich dazu folgendermaßen: Die im Klimaschutzgesetz vorgeschriebene Auseinandersetzung mit den Klimazielen, dem Stand der Zielerreichung und der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Klimazielen fehlt komplett. Laut der zuständigen Behörde, dem staatlichen Bauamt Kempten, habe man hingegen sämtliche Vorgaben wie etwa Eingriffsregelungen und Ausgleichsregelungen beachtet.
Das Klageverfahren läuft aktuell noch. Die Diskussion dauert also an. Wann, wo und wie genau dann zwischen Buchloe und Kempten gebaut wird, bleibt weiterhin offen. Angefangen hat alles mit einer Idee vom Landrat selbst. Dann folgten 2 Jahre der Planung und Organisation. Am 27. September geht es endlich los. Die Kulturtage Unterallgäu finden dieses Jahr zum ersten Mal statt. Zum ersten Mal wurde landkreisübergreifend eine Kulturveranstaltung zusammengetragen. Was auf dem prall gefüllten Programm steht, was die Künstlerinnen und Künstler davon haben und ob es zu einer zweiten Ausgabe der Kulturtage kommen könnte, das sehen Sie jetzt. Skulpturen und Gemälde, Musik und Bühnenkunst, Glasmalerei und Architektur. Das sind nur ein paar wenige Beispiele für das, was während der Kulturtage Unterallgäu alles bestaunt werden kann. Dabei handelt es sich um eine 2-wöchige Veranstaltung, die im ganzen Landkreis verteilt stattfindet. Am 27. September geht's los. Insgesamt sind es 92 Stationen. Mitverantwortlich für die Programmgestaltung war Christian Schädler. Seit 31 Jahren ist er Kreisheimatpfleger und trotzdem hat er durch die Kulturtage noch Neues entdeckt. Und ich weiß, dass wir als Kreisheimatpflege, ich bin Kunsthistoriker, ich weiß, dass wir ein von Kunst durchsättigter Landstrich sind. Also man spricht immer vom Pfaffenwinkel in Oberbayern. Aber was wir hier an Barockkirchen und Klöstern und Schlössern haben, da kann der Pfaffenwinkel nicht mithalten, ganz nüchtern gesehen. Aber dass wir auch eine so aktive Kunstszene jetzt haben, das war mir so in dieser Intensität nicht bewusst. Und das ist ein tolles Erlebnis gewesen. Und da möchte ich auch gerne weitermachen, dass ich die Kontakte halte, dass wir miteinander weitere Dinge machen. Und so kam eines zum anderen. Und dann kamen die alten Bekannten, dass er weiß, in dem Ort, da gibt es Musiker, die machen das. Und da gibt es eine tolle Blaskapelle oder sonst irgendwas. Und so kam dann ein ganz buntes Programm zustande mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Workshops, mit Musik, mit Theater und so weiter. Zum ersten Mal finden die Kulturtage dieses Jahr statt. Eine solche landkreisübergreifende Kulturveranstaltung hat es hier noch nie gegeben. Die Idee kam vom Unterallgäuer Landrat selbst. Normalerweise gäbe es nicht so wirklich Chancen für den Landkreis, die Kunst- und Kulturszene zu fördern. Wir versuchen das natürlich schon, wobei wir da sehr eng gesteckte Grenzen haben, was auch rechtlich uns möglich ist. Mit Mitteln des Landkreises dürfen wir nur Dinge finanzieren, die auch tatsächlich auf gesamter Landkreisebene stattfinden. Wir dürfen keine Einzelprojekte, keine Einzelvereine oder auch was auf Gemeindeebene stattfindet, dürfen wir gar nicht mitfinanzieren, sondern wir müssen dann eher die Verbände mit unterstützen, die auf der gesamten Landkreisebene tätig sind. Und wir haben da Möglichkeiten für die Denkmalpflege, dass unsere Kreisdenkmalpfleger beispielsweise dann einen Topf zur Verfügung haben, wo jährlich für denkmalpflegerische Projekte Mittel verteilt werden können. Wir haben manche Vereinsförderungen eben auf der Verbändeebene, um da zu unterstützen. Und dann haben wir Dinge wie die Kulturtage, die hoffentlich, wenn es funktioniert und wenn sie gut angenommen werden, gerne auch sich in die nächsten Jahre weitertragen dürfen. Der Landkreis fasst alle zusammen und wenn alles nach Plan läuft, dann sollen die teilnehmenden Kunst- und Kultureinrichtungen von der extra Aufmerksamkeit profitieren. Außerdem wurden jetzt schon wertvolle Kontakte geknüpft, die auch nach den Kulturtagen viel Potenzial mit sich bringen. Also ich denke schon, dass noch was weiter entstehen sollte auch. Wir sind auch untereinander im Kontakt. Ich würde gerne mit diesen Leuten Ausstellungen machen an verschiedenen Orten, die zusammenbringen und die sind ja selber schon so aktiv und vernetzt und dass wir vielleicht miteinander noch mehr machen können. Dass wir schauen, wo können wir noch ausstellen, wo gibt's was. Jetzt sollen aber erstmal die Kulturtage gut über die Bühne gehen. Die ganze Kulturszene profitiert von der Vernetzung und die Besucherinnen und Besucher finden vielleicht einen leichteren Zugang zur Kunstwelt des Landkreises. Bär, das Fachgeschäft für Jagd, Sport und Mode in Kempten. Bekannt für freundliche und fachkundige Beratung. Auf über 700 Quadratmeter bieten wir ein besonderes Einkaufserlebnis für Jäger, Wanderer, Sportschützen, Angler, Outdoor- und Trachtenliebhaber. Schauen Sie rein bei uns im Haus oder im Onlineshop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben Sie informiert mit der Allgäu TV App. Lokale Nachrichten überall und jederzeit verfügbar. Verpassen Sie keine aktuelle Sendung mehr und greifen Sie direkt auf unsere Mediathek zu.
Ihre Region, Ihre News, Ihr Allgäu TV. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Ihr Event in besten Händen. Tagung, Firmen-Event, Messe oder Hochzeit. Von der perfekten Location bis zum Rahmenprogramm. Wir planen Ihre Veranstaltung für Gruppen von 10 bis 600 Personen nach Ihren Vorstellungen. Unser hervorragendes Catering wird Sie begeistern. Vom Fingerfood bis zum 5-Gänge-Menü. Frisch, regional, unvergesslich. Echt fischen. Mit Leidenschaft für Ihr Event. Kostbares aus Ton, gefertigt von den Handwerkerinnen der Allgäuer Keramik. Über 200 Artikel, von der Tasse bis zur Spatzenschüssel. Vom Allgäuer Genussmacher 2019. Willkommen bei der Allgäuer Keramik in Altstetten bei Sonthofen. Alles muss ständig irgendwo hin. Überall. Tag und Nacht. Unser Job ist es, Dinge von A nach B zu transportieren. Michels medizinischer Bluttransport. Zuverlässig und termingerecht. Und das erfolgreich seit 10 Jahren. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl beim Küchenkauf. Erwarten Sie Auswahl, Beratung und Service der Extraklasse. Überzeugen auch Sie sich von unserer Qualität. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Fast 80 Kilogramm Lebensmittel landen bei jedem Deutschen pro Jahr nicht auf dem Tisch, sondern in der Mülltonne. Und das, obwohl viel davon noch essbar wäre. Das Gleiche gilt für Lebensmittelgeschäfte. Diese Kette zu unterbrechen und Lebensmittel zu retten, hat sich die Organisation Foodsharing auf die Fahne geschrieben. Auch im Allgäu, unter anderem in Füssen, ist das Konzept angekommen. Dort steht man jetzt allerdings vor einer großen Herausforderung. Kistenweise stapeln sich Obst und Gemüse in dieser Füssener Garage. Der Hintergrund ist nicht etwa die Vorbereitung auf schlechte Zeiten, sondern ein Unterfangen mit einer wichtigen Mission. Denn in der Garage werden Lebensmittel gelagert, die für den Verkauf im Laden zwar nicht mehr gut genug, aber trotzdem noch essbar sind. Sie haben Druckstellen oder sind knapp über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese können dann zweimal pro Woche von den Menschen aus Füssen und der Umgebung abgeholt werden. Foodsharing heißt das Konzept, das in Großstädten bereits gang und gäbe ist und in Füssen immer mehr Anhänger findet. Also uns gibt es ja seit 2020 und genau seitdem haben wir uns echt richtig steigernd entwickelt. Wir haben angefangen mit 5 Foodsaver und sind mittlerweile 80 Menschen, die Lebensmittel retten. Haben mit 2, 3 Kooperationen angefangen und mittlerweile sind es 30 Kooperationen, also Betriebe, die mitmachen, von Bäckereien, Bioläden, Supermarktketten, Hotels und genau, haben da jetzt eben so 30 Betriebe, die wir täglich abholen. Das Foodsharing Ostallgäu hat insgesamt 2 Verteilstellen. Einmal die Garage in Füssen und eine weitere etwa 20 Kilometer entfernt in Fronten. Allerdings könnte es schon bald nur noch auf letztere hinauslaufen, denn die Verteilstelle in Füssen muss demnächst schließen. Wir sind da gerade kostenlos hier drin und durften jetzt 2 Jahre hier einfach sein, ohne Miete zu bezahlen. Und die Garage wurde jetzt verkauft und der Käufer, der hat jetzt andere Dinge eben vor mit dieser Garage und will das umfunktionieren und deswegen müssen wir hier jetzt raus und suchen halt auch noch nach einem neuen Ort, was gar nicht so einfach ist hier in Füssen. Die größte Schwierigkeit ist die Tatsache, dass eine Sammel- und Verteilstelle für Lebensmittel wie bisher kostenlos sein sollte. Das Foodsharing generiert keine Einnahmen und ist so auch nicht in der Lage, Unterhaltskosten für eine Immobilie zu zahlen. Stand jetzt bedeutet die Schließung in Füssen, dass alle gesammelten Lebensmittel auf einem anderen Weg verteilt werden müssen. Was natürlich ein Riesenaufwand ist, da überhaupt ein Netzwerk zu
organisieren, dass man so viele Lebensmittel auf einmal auch verteilen kann. Was natürlich super praktisch ist, dass die einfach an einem Ort gesammelt werden, wir zweimal in der Woche eine Öffnungszeit haben und dann auch ganz, ganz viele Menschen hier aus Füssen und Umgebung einfach herkommen können und sich kostenlos Lebensmittel abholen können. Ähnlich wie bei der Tafel, nur dass wir eben keinen Wert auf soziale Bedürftigkeit legen. Eine Möglichkeit wäre, die Lebensmittel, die von den Füssener Kooperationspartnern zusammengesammelt werden, ins Lager nach Pfronten zu bringen. Allerdings kollidiert das mit dem Grundgedanken des Foodsharings, dem unbedingten Willen, ökologisch zu agieren. Ja, wir wollen natürlich möglichst nachhaltig und ökologisch unterwegs sein. Also wenn wir jetzt alle Lebensmittel, die wir hier in Füssen abholen, dann nach Pfronten karren müssten, wäre natürlich immer eine Strecke von hin und zurück 20, 40 Kilometer. Was dann auch nicht mehr so diesen Nachhaltigkeitsgedanken von Foodsharing entspricht. Über 175 Tonnen Lebensmittel hat das Foodsharing Ostallgäu seit 2020 vor den Mülltonnen der Region gerettet. Damit diese Quote aufrechterhalten werden kann, benötigt man dringend neue Räumlichkeiten. Auch der Stadt Füssen wurde dieses Anliegen bereits vorgetragen. Bislang jedoch ohne Erfolg. Für die Zukunft hofft man auf mehr städtische Unterstützung, um einen neuen Sammelplatz für übrig gebliebene Lebensmittel zu finden. Teestuben, Laufgruppen, musikalische Früherziehung oder Vorlesen. Der Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren setzt sich auf den verschiedensten Wegen für Geflüchtete ein. Alles für die Integration, doch die funktioniert natürlich nicht, wenn die Geflüchteten kein Deutsch lernen. Sprache ist dabei essentiell, wenn man in einem neuen Land leben und sich einbringen möchte. Wie sich der Arbeitskreis für das Deutschlernen einsetzt und wer davon besonders betroffen ist. Etwa 7000 Sprachen gibt es auf der Welt. Deutsch ist laut der UNESCO die siebtschwerste davon. Kein Wunder also, dass Nichtmuttersprachler oft Probleme mit der deutschen Sprache haben. Lesen, schreiben, zuhören und auch selbst sprechen, all das ist jedoch essentiell, wenn man sich in einem neuen Land einbringen möchte. Sprache ist die Grundlage für Integration. Ohne dass man Deutsch sprechen kann, kann man sich nicht wirklich integrieren, weil ja auch im Deutschen ist ja so vieles in der Sprache drinnen, was auch unsere Kultur vermittelt. Dass die Sprache einfach wichtig ist. Und vor allem, ich meine, Sprache braucht man, um eine Wohnung zu finden, um einen Job zu finden. Und man braucht natürlich, um sich zu integrieren, auch eine Arbeitsstelle. Gerade was die Sprachbetreuung angeht, kann der Arbeitskreis Asyl also gar nicht genug Ehrenamtliche haben. Der Helferkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geflüchtete und Asylbewerber zu unterstützen. Und das mit den verschiedensten Angeboten. Eines davon ist die Lernwerkstatt Deutsch. Hier kann man ohne Anmeldung vorbeikommen. Die Kursteilnehmer machen große Fortschritte. Ich komme hier in Kurs 4 Monate. Kurs ist gut. Meine Lehrerin ist sehr schön. Jeden Donnerstag und Freitag lernen Deutsch. Sehr gut lernen Grammatik und lesen und schreiben. Ohne solche Kurse würde die Integration nicht gelingen. Das Problem, das Angebot ist knapp, die Nachfrage jedoch hoch. Die Geflüchteten wollen Deutsch lernen. Auf einen Kurs bei der VHS warten sie teilweise mehrere Monate, teilweise sogar Jahre. Hier möchte der Arbeitskreis Asyl ein Angebot schaffen. Es braucht die Ehrenamtlichen zur Überbrückung, weil ja auch die Gelder nicht da sind. Und wenn halt niemand angestellt werden kann, dann sind die Ehrenamtlichen noch stärker gefragt. Also ich habe große Sorge gerade mit der Beethoven-Schule, weil da jetzt Sprachprogramme ausgelaufen sind im letzten Jahr. Ich fürchte, dass da viele Kinder wieder zu uns kommen, wieder Ehrenamtliche brauchen, weil es halt einfach keine Hauptamtlichen mehr gibt. Besonders bei Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und bei Frauen sei der Bedarf, die Sprache zu lernen, besonders groß. Und auch wenn der Arbeitskreis über die Jahre immer mehr Ehrenamtliche hinzugewonnen hat, an dieser Stelle fehlt es an freiwilligen Helfern. Dabei sucht der Helferkreis Menschen, die die Kinder beispielsweise bei den Hausaufgaben unterstützen. Vor allem halt eben, dass man sich ein- oder zweimal die Woche mit dem Kind trifft und auch schaut, dass die Hausaufgaben gemacht sind, dass man halt selber Aufgaben stellt.
Was auch ganz schwierig ist, ist Lesekompetenz. Die Kinder können zum Teil zwar vorlesen, aber sie verstehen nicht, was sie gelesen haben. Und dafür braucht es halt wirklich 1:1 Betreuung, weil das in der großen Gruppe untergeht. Um das Problem langfristig zu lösen, bräuchte es eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kursanbietern, so Cornelia Paulus. Und natürlich weiterhin ganz viele engagierte Freiwillige, die bereit sind, sich für die Geflüchteten einzusetzen. Vielen Dank fürs Einschalten. In der kommenden Woche begrüßt Sie, wenn Sie mögen, hier an dieser Stelle meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn. Machen Sie es gut!